Die wohl wichtigste Neuerung in der DTM-Saison 2012 sind die Fahrzeuge. Mit dem BMW-Comeback beginnt für die populärste Tourenwagenserie Europas eine neue Zeitrechnung. Nach 6 Jahren Audi gegen Mercedes betritt endlich ein neuer Herausforderer die Arena. Als Basis für die neue DTM-Generation dienen nicht mehr die biederen Mittelklasse-Limousinen der Premium-Hersteller, sondern die deutlich sportlicheren Coupé-Ableger. Das erste Mal seit 12 Jahren gibt es nur noch Neuwagen in der Startaufstellung. Der Audi A5 DTM trifft auf das Mercedes AMG C-Coupé und den völlig neuen BMW M3 DTM. Angetrieben werden die DTM-Boliden der Saison 2012 von V8-Motoren mit 4,0 Liter Hubraum, die knapp 500 PS an die Hinterräder schicken. Breit und bullig kauert die neue zweitürige DTM-Familie auf dem Asphalt. In der Breite und in der Länge wachsen die Autos deutlich. Die Höhe wurde dagegen um 5 cm reduziert. Mercedes hat offenbar nicht nur den aerodynamischen Nutzen der Spiegel entdeckt, sondern diesen auf die Spitze getrieben. Die Aufhängung gleicht einem Flügelelement. Der eigentliche Spiegel ist mit 2 senkrechten Stegen angebracht. Sowohl Mercedes als auch Audi setzen hinter den vorderen Radkästen diverse Flaps ein. BMW verzichtet auf eine solche Lösung an jener Stelle. Die Münchner gehen einen ganz eigenen Weg an den Rathäusern. Von der Seite betrachtet werden an den vorderen Radkästen regelrechte Treppenstufen deutlich. An den hinteren Kotflügeln kommt der M3 völlig ohne Schnörkel daher. Audi hat an jener Stelle eine feine, senkrechte Finne in den Wind gestellt. Die Rathausentlüftung am Heck des Mercedes weist senkrechte Schlitze auf, die bei den anderen Autos fehlen. Groß sind die Unterschiede auch am Heck der Autos. Während BMW nur einen großen Ausschnitt im Zentrum der Heckschürze hat, sind am A5 und an der C-Klasse jeweils große weitere Ausschnitte seitlich zu sehen. Vor allem am Mercedes fallen diese gewaltig groß aus. Welches Konzept die meiste Performance bringt, wird sich beim Saisonauftakt in Hockenheim am 29. April zeigen.